Und Fritz, du bist ein konventioneller Landwirt. Du hattest mal Kühe, du machst jetzt Ackerbau und du bist von Franken her durch die Kälte tagelang hergefahren. Warum? Tja, warum fährt man 1000 Kilometer mit dem Trecker nur zu einer Demo? Wir wissen alle, nur wer sich rührt, wird gehört. Und ich bin hier, um mich zu rühren. Und die ganzen Unterstützer, ich kriege Anrufe, Mails von Leuten, die ich überhaupt nicht kenne, die ich nie gesehen habe, die ich wahrscheinlich auch nie sehen werde. Die bedanken sich bei mir, weil ich mich so einsetze für die Landwirtschaft. Am Dienstag habe ich einen Brief gekriegt, gepostet mit der Post, geschrieben in einer ganz krankelichen Handschrift, durchsetzt mit Süderlin-Buchstaben, sehr schwer zu lesen. Der Mann bedankt sich bei mir und zollt mir seinen Respekt für meinen Einsatz. Der Mann ist 95! Und das muss doch als Grund reichen, warum dass ich hier bin, oder? Und ja, noch was. Allein, dass wir hier sind, macht es unserer Gegenseite nicht so ganz bequem. Ne? Das rufe ich euch zu. Bleibt unbequem. Ja, bleibt rebellisch. Dankeschön. Kommt her zu mir. Fritz Haspel, vielen, vielen Dank. Und der Fritz und Doris, die stehen für ganz, ganz viele Bauern, auch ganz viele konventionelle Bauern, die sich auf den Weg machen, die nach neuen, besseren Lösungen suchen. Ermutigt die alle, wo ihr sie trefft, dass sie von guter Landwirtschaft leben können.